Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für die Schweiz. Heute geht es ab ins wunderbare Engadin auf den Chiasun-Abschnitt des Inns. Es gibt verschiedene Einstiegspunkte. Wir boten üblicherweise am Rafteinstieg in Souche ein. Auf den ersten paar Kilometern ist der Fluss geprägt durch leicht verblockte Schwelle, unterbrochen durch flache Abschnitte. Die nächste Einstiegsmöglichkeit befindet sich beim Werkhof unterhalb von Souche am Ende eines solchen Schwalls. Bis Lavin fließt der Inn recht offen dahin. Am oberen Dorfende unterhalb des Bahnverlads gibt es einen Holzlagerplatz, der auch als Einstiegspunkt gewählt werden kann. Unterhalb von Lavin gräbt sich der Fluss mehr ein und beginnt mit einem manchmal engen Eck entlang einer Felswand. Von hier bis zur Brücke bei Chiasun verläuft die Straße sichtbar weit oben. In Chiasun ist die letzte Einstiegsmöglichkeit, welche auch zum Ausboten für weniger geübte Fahrer dienen kann. Die Fahrzeuge müssen jedoch recht weit oben beim Bahnhof abgestellt werden. Ab hier beginnt die eigentliche Schlucht. Bis hierhin sind die Schwierigkeiten im Bereich von Wildwasser 2 bis 3, während sie auf der Folgestrecke bei Wildwasser 4 liegen. Ab Juni kann man Wasserstände vorfinden, die nicht mehr zu hoch sind. Wir paddeln immer im September bei moderaten 16 Kubikmeter pro Sekunde beim Pegel im Terras. Bei günstigen Witterungsbedingungen kann man bis Oktober ausreichend Wasser vorfinden. Eine Grundregel für die Chiasun-Schlucht besagt, im Zweifelsfall links fahren. Da dieses Jahr ausgeholzt wurde, waren ein paar mehr, teilweise auch kritische Holzhindernisse in der Schlucht. Der eigentliche Auftakt ist die Preisenschleuder. Ein Schlitz, dessen Anfahrt nicht bei jedem Wasserstand einfach ist. Eine Umtragung links ist gut möglich. Der größte Teil der Schwierigkeiten befindet sich zwischen hier und der zweiten Kernstelle, dem Treppenhaus. Auch hier verläuft die Straße linksseitig weit oberhalb des Flusses. Etwa 200 Meter unterhalb der Preisenschleuder geht es in eine etwas längere Gerade mit einigem Gefälle. Insbesondere bei sommerlichen Wasserständen finden sich hier einige Löcher, die einen behalten möchten. Nach einigen Krümmungen erreicht man das Treppenhaus unterhalb einer Felswand am rechten Ufer. Linksufrig ist eine Besichtigung oder Umtragung möglich. Direkt unterhalb gibt es noch ein paar Stufen, bevor die Schwierigkeiten abnehmen. Zu erwähnen sind noch die Elefantenzähne unterhalb einer hohen Felswand rechts, welche die Durchfahrt erschweren können. Wenn man einen großen Pool erreicht, an dem sich der Fluss zu teilen scheint, ist die Durchfahrt wiederum links zu suchen, um den großen Felsblock herum. Kommt die Ausstiegsbrücke unterhalb Ardez in Sicht, heißt es nochmals aufgepasst, denn der Korkenzieher wurde schon einigen Paddlern auf den letzten Metern zum Verhängnis. Am Ausstieg darf man die Autos nicht abstellen, aber es gibt einen großen Platz etwas aufwärts Richtung Ardez und zum Aufladen darf man runterfahren. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden.
Wenn du diesen Fluss für hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!